Hallo, ich bin Pythonus und heute gibt's wieder eine weitere Folge von Let's Show Minecraft. Ich stehe hier immer noch vor dem brennenden Baumhaus, welches einfach nicht abfackeln will. Ich lasse es einfach mal brennen und wir schauen uns jetzt die Wasserstadt an. Da hat sich einiges getan. Ich schalte erstmal wieder auf Flugmodus um. So. Dieses Gebäude habe ich ein bisschen verschönert, dekoriert mit Pflanzen und ja, ein bisschen den Stil angepasst, dass es nicht so langweilig wirkt. Der Boden ist hat auch ein neues Muster bekommen. Diese Steinkante, diese Kreuze und die Lapis-Lazuli-Blöcke, die man sonst für nichts zu gebrauchen kann, nichts zu gebrauchen sind. Hier ein bisschen Akzente gesetzt habe ich. Das Gebäude ist komplett neu. Dort stand vorher gerade mal die erste Etage und die habe ich auch nochmal im Prinzip auseinandergerupft und neu gebaut. Einrichtung ist noch nicht vorhanden, wird aber, ja, wenn ich mal Lust drauf habe, eingebaut. So, das war die zweite, das war die erste Etage. Und jetzt kommt das Dachgeschoss hier. Ja, der Ausblick ist eher milde. Aber dafür gibt es hier einen wunderschönen Balkon mit Aussicht auf die Bucht. Und ja, dann hat man hier oben noch schön einen Lichteinfall. Der kommt ganz gut zur Geltung. Sieht von außen auch gut aus. Ups, leck. Ja, dann kommen wir zum nächsten Gebäude, welches im Prinzip auch nur außen fertig ist. Innen drin hat sich soweit nichts verändert, abgesehen davon, abgesehen vom Dachboden her, dass da die der Stein hier reingebaut wurde und man hier rausgucken kann und hier schön rausgucken kann. Und ja, hier besteht auch noch ein bisschen Bedarf, das Ganze umzubauen. Aber ich stelle mal, glaube ich, ein paar Frames, Chunks noch runter, dann wird es ein bisschen besser. Genau, die Bäckerei hat noch einen Akzent erhalten. Vorher war das ein reines Ziegeldach. Jetzt hat es auch noch Stein und dieses Fenster hier. Geh mal rein. Das, was hier hing, das habe ich auch ersetzt. Hier auch noch ein paar Akzente gesetzt. Eine Tür eingebaut, dass hier nicht alles, dass der Ofen zu ist und nicht offen. Oh, die Musik passt ja mal gar nicht. Warte, die muss ich mal umschalten. Die Melodie könnte manchen bekannt vorkommen. Ist, glaube ich, aus Harveys Neue Augen. Oder Edna bricht aus, ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber na gut, ich glaube, ich drehe noch mal ein paar Chunks runter. Diese Frame Drops regen mich auf. So. Ja, hier hat sich sonst gebäudetechnisch nicht viel getan. In der Richtung, da muss ich noch ein paar umbauen. Aber dafür wurde die Polizeistation heutzutage würde man das Polizeistation nennen, damals kleine Kaserne mit Gefängnis oder Folterkammer, ich weiß es nicht. In den Zellen hat sich nichts geändert, aber, oh, ey, das leckt mir immer noch zu viel. So, das muss reichen.
Ja, der Baum brennt noch immer. Muss ich ihn doch wohl ha per Hand abreißen. Ja, hier kann man schon sehen, dass sich hier ein bisschen was verändert hat, dass man hier oben nun auch drauf kann und dass hier ein kleines Dach hat und ja, ein bisschen mit Cobblestone anstatt dem reinen, ja, diesen gebrannten Bricks hat. So, dann kommen wir auch schon zum nächsten Gebäude, dem Hotel. Das. Okay. Unser erster Kunde ist ein schönes Skelett. Und ich höre auch noch ein paar Zombies. Hier ist wohl noch nicht alles ausgeleuchtet. Ich gehe mal kurz raus. Als ich das gebaut hatte, ich hatte ja vorher schon die Terrasse und plötzlich habe ich gesehen, dass hier überall Kühe und Schafe rumstehen. Die sind wohl anscheinend einfach, ja, auf die Veranda gelaufen und sind hier geblieben, weil sie nicht wegkommen. So, ups, was ich nochmal von außen zeigen kann. Von außen sieht es auch sehr schön aus. Habe ich mir Mühe gegeben, um Akzente zu setzen. Dort sieht man auch nochmal das andere Gebäude. Hat auch ein Weilchen gedauert. Also zeittechnisch habe ich mich dort sehr unterschätzt. Inneneinrichtung ist auch noch nicht ganz so fertig. Skelett gehen wir aus dem Weg. So, hier sind meistens halt solche Gruppenzimmer. Früher war das halt so. Da waren die Hotels noch nicht, dass unbedingt jeder ein Einzelzimmer hatte. Weil es so auch einfach billiger war, dass mal irgendwie sechs irgendwie so in einem Raum schlafen. Das ist dann beispielsweise das Männerzimmer und oder Zombie. Hier das Frauenzimmer oder so. Und hier gegenüber dann eben nochmal das gleiche. Nur dass die hier noch einen schönen Balkon haben und auch rüber gehen könnten, wenn sie denn wollten. Zudem kann man auch noch hier hochgehen und sich, ups, na los, einen Überblick über die Küste verschaffen oder sich hier ein bisschen entspannen, wenn es mal heiß sein sollte und man ein bisschen länger gemietet hat. Ja, hier oben sind dann auch noch mehr Personenräume. Oh, hier sollte ich noch mal ein paar Fackeln aufhängen. Hier vielleicht auch. Habe ich wohl innen drin noch nicht so mich drum gekümmert. Ja, hier dann sitzen, um Skat zu spielen oder so. Oder halt Kartenspiele, welche es halt damals schon gab. Und hier hat man auch einen schönen Ausblick auf, ja, noch ein paar Gebäude der Stadt. So. Das Gebäude hätten wir auch und gehen wir zu dem hier, wo noch die Akzente fehlen, welches aber ja auch ein bisschen Räumlichkeiten oben dazu bekommen hat, die man bisher noch nicht kannte. Hier müssen auch noch Fackeln rein. Ist mir zwischendurch die Lust vergangen, dann weitere Gebäude zu verschönern und umzubauen. Muss mich noch mal zu zwingen. Ja, hier oben, damit halt schön Licht reinfällt. Und das hier, damit das Tageslicht auch noch auf die Etage weiterkommt. So. Weiter geht's. Jetzt kommen wir zur Mauer. Die Mauer wurde halt nach und nach zerstört und hat halt ja, der Schutzfaktor ist mittlerweile ein bisschen weg, da sie nicht mehr wirklich gebraucht wird. Die Schlachten sind geschlagen und von daher verwittert die hier größtenteils. Man sieht halt noch, wo sie genau lang verläuft, aber man kann im Prinzip überall durchbrechen, sich durchschummeln. Oh, hier stehen auch noch ein paar Kisten mit Samen.
Und ja, finde ich ganz schön, dass man halt noch sieht, wo eine Stadtmauer dann früher lang verlief. Die führt dann hier hinten zum alten Wachturm, der hier auch noch die Küste schützen sollte, aber auch nicht mehr benötigt wird. Vielleicht baue ich den doch noch auf oder baue hier noch ein paar andere hin. Mal schauen. Je nachdem, wie viel Zeit und Lust ich dazu habe. Die Flagge, die dort auf dem Turm ist, ist die gleiche, nur ein bisschen größer wie hier vom Rathaus, welches ihr schon kennt. Okay, um den Baum muss ich mich echt mal kümmern. So. Was fällt mir denn dann noch ein? Ah ja, genau. Hier ist eine, ja, kaputte Brücke, die schon langsam von der Natur zurückerobert wird. Dramatische Musik. Eine alte Brücke. Wie dramatisch. Ja, die ist dann halt hier unten zusammengefallen und jetzt liegen hier unten ein paar Stücke rum und Steine. Und vorher hatte ich hier halt so eine richtig große Mauer hingebaut. Halt auch als Stadtmauer. Doch die soll jetzt dort lang verlaufen und dann dort. Und hier soll dann ein Hafen hin. Jetzt habe ich schon Teil der Überraschung verraten. Aber na gut. Ja. Das ist ja schon mal so ein kleiner Anfang vom Hafen. Aber der wird wahrscheinlich noch abgerissen und umgebaut. Genau, was noch passiert ist, ist hier eine Menge Terraforming, was man gar nicht im ersten Moment so sieht, sondern nur, wenn man sich alte und neue Aufnahmen anguckt. Den Teil muss ich noch tiefer legen, aber hier habe ich die letzten 2 Tage noch richtig viel Erde weggebaut, wodurch halt hier eine größere Schneise für Schiffe entstanden ist. Hier habe ich auch noch ein bisschen eingedämmt. Hier habe ich auch tiefer gelegt, damit die Schiffe hierher kommen und so. Weil vorher war das auch hier ziemlich flach. Ja. Das war's dann im Prinzip auch schon an den neuesten Dingen. Und somit sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaut bald wieder rein, wenn es neuen Content gibt. Und ja, bis bald, euer Pythonus.